So, wir sind endlich in der U-Boot-Basis vom Herrn Hitler. Und irgendwas sollen wir hier machen. Und Franz ist auch da, aber wo? Ich habe eine Million anderer Typen entdeckt. Und der Herr Hitler, der läuft hier die ganze Zeit im Kreis und jetzt kriege ich gerade eine Kamerafahrt. Ja. Können wir das Ding wohl... Alter, können wir da auf diese Teile schießen? Das wäre halt geil, oder? Wenn man ihn da irgendwie drunter begraben könnte. Ich markiere mal gerade ein bisschen Ja, du, ich habe schon ungefähr 80 markiert. Ich habe hier keinen Zwang an. Ah, ich kann mit Leertaste kann man sich kann man einfach in der Gegend rummarkieren. Siehst du, ich habe dir da jetzt so einen Spot hingesetzt. Also, war jetzt Quatsch, da ist nichts, aber. Ach, das ist aber ganz cool. Ah, Environment Weaponization. Wir sollen auf. Ja, toll, das hatte ich mir schon gedacht bei den ganzen Explosionssachen. Ja, man kann teilweise eben auch Sachen in der Umgebung zerstören und dann auf Leute fallen lassen. Das geht auf jeden Fall. Ach, guck mal, hallo! Was denn? Guck mal nach links. Was, die auch hier? Boah, wie groß dein Fernglas ist, das ist größer als dein Kopf. Du bist doch von der jüdischen Volksfront. Oh, da ist ein Failsafe unter dir, den wir sabotieren sollen. Oh, da ist Hitler. Ich könnte ihn jetzt exekutieren. Wir müssen ja erstmal alles andere erledigen. Ach, da bin ich aber gerade, warte mal. Der hat so ein paar Super-Nazis dabei. Support-Jäger. Ich schalte mal kurz den Kollegen hier im... Hitler hat eine Bandage dabei und eine Luger-Pistole. Adolf Hitler. Homicidal Maniac and Vegetarian. Das ist übrigens nicht wahr. War er gar kein Vegetarier? Das geht, ja. Das ist ja immer ein ganz heikles Thema. Ist für viele Leute immer sehr wichtig. Also... Das, was ich so gehört habe, ist, der hatte einen mega empfindlichen Magen- und Verdauungstrakt im Allgemeinen. Und deswegen hat er Fleisch nicht gut vertragen. Man hat ihn aber definitiv beim Weißwurstessen gesehen. Okay. Also, was heißt definitiv? Ich glaube, es kommt immer drauf an, wie man fragt. Mir ist es tatsächlich auch sehr egal. In der Zwischenzeit habe ich mal kurz einen von seinen Handlangern vernichtet. Allerdings nicht so elegant, wie ich gehofft hatte. Wow, 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 scheiße. Scheiße, 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 da saß einer. Ich habe ihn markiert, der kommt zu dir angewuselt. Das ist so ein Marine-Johnny. Und da ist noch einer. Die finde ich irgendwie nicht so gut. Jetzt irgendwie sehr vor der Tür. Finde ich nicht so geil. Ich weiß auch nicht genau, was passiert. Er zielt auf die Tür. Sicherheitsschaltung sabotieren, aber was genau passiert dann dadurch? Ey, die ganze verdammte Karte ist voll mit irgendwelchen Hinweisen. Was ist denn dieses Rad? Ach, das ist das Boot, oder? Kann das sein? Ja, hier rennen ungefähr 5 Millionen Typen rum. Ja, das ist halt... Würde mich interessieren, wo das einzuordnen ist, vom Schwierigkeitsgrad der Level. Du, die haben dich, glaube ich, gefunden. Scheiße. Du darfst mir uns im Notfall auch gerne helfen, wenn du magst. Ja, das Problem ist, ich sehe die Typen nicht. Ich verteile mal einen Headshot nach dem nächsten. Oh, oh. Ich dachte, wir sind jetzt laut. Sorry. Jetzt wissen es alle. Naja, weißt du was. Oh oh. Ich weiß, da habe ich gerade nicht so perfekt reagiert vielleicht. Adolf hat mich bemerkt. Adolf hat mich bemerkt. Ich mache mir hier irgendwelche Sicherungen aus. Okay. Jetzt ist irgendwas ausgegangen. Irgendeine Sicherung. Mir ist eine Sicherung durchgebrannt. Hier ist voller Alarm. Ein paar Typen. Ja, ja, ich hab ja laut mit dem Scharfschützengewehr in der Halle rumgeballert. Ich dachte, ich müsste dir helfen. Eigentlich wollte ich nur schießen. Ich dachte ehrlich gesagt, in der einen Szene, wo das auf einmal dann so eine Slow-Mo-Ansicht kam, dass das der Todesschuss auf mich ist. So, jetzt ist hier voll Alarm. Oh, der wirft er sich hin. Oh, oh. Manchmal kriege ich von dir noch so die... Oh! Die Slow-Mos. Scheiße, Hitler haut ab. Hitler haut ab. Die Sau haut ab. Und der hat das scheiß Boot vor der Tür. Das nimmt der. Der guckt aus dem Buch. War es das jetzt? Naja, es sei denn, wir erwischen ihn noch mit dem Scharfschützengewehr. Ja, ich glaube, ich bin hinterher. Ich kann ja direkt von oben auf ihn schießen. Du musst halt diese komischen Tanks erwischen. Nee, der ist jetzt einfach mega weggewuselt. Wir hätten eine Mine ins Boot legen sollen.
Ich wusste ja nicht, dass der damit abhaut. Habe wohl alles Verwendbare eingesagt. Ich wusste ja nicht, dass du alles alarmierst. Ja, es war nicht ganz so schlau, gebe ich zu. Nee, den kriegen wir nie wieder. Mann, ey, wir hätten jetzt voll den Zweiten Weltkrieg aufgehalten. Ja, gut, aber es war mir auch zu unrealistisch. Aber jetzt muss doch Ach Quatsch, das ist ein Schuss über einen Kilometer, den mache ich jetzt noch. Siehst du ihn noch? Ja. Ich hätte so gerne das U-Boot auf ihn fallen lassen. Meine Heartrate ist too high. So, ich habe wenigstens noch einen Schuss auf das Boot abgegeben. Haut ab. Oh! Ah, die Sau! Jetzt ist was Persönliches, Adolf. Oh, jetzt ist es was Persönliches. Sorry, das habe ich verditscht. Ich dachte, du würdest jetzt auch laut werden. Ich dachte, die hätten dich gefunden. Pass auf, ich kann aber Kontrollpunkt neu starten machen. Ach, das, sowas finde ich zum Beispiel schon mal ganz gut. Also das wäre zum Beispiel ganz schön fies, wenn man das alles nochmal machen müsste. Schauen wir mal, wo der Kontrollpunkt ist, ganz am Anfang. Ah, perfekt, genau da. Hier. Ja, super. Oh, hier sind aber jetzt, okay, hier sind Typen noch nicht markiert. Also Menschen, das war jetzt natürlich, das schneiden wir alles raus. Gott, sind das viele. Ich habe meinen Headshot verteilt. Also hier sind Sicherheitsschaltungen, die man sabotieren soll. Ich sabotiere jetzt mal die erste davon. Wow, hab ich mich erschreckt. Okay, wir wissen, der Kollege haut ab. Ah! Man kann in das U-Boot schießen hinten. Das habe ich gerade markiert. Und dann? Weiß ich nicht, dann explodiert irgendwas. Dann macht es Puff und Peng. Dann macht es Puff und die Kühe fallen um. Warum macht es denn Puff? Darf ich bitte auf dieses Ding in dem U-Boot schießen? Ich will halt Hitler mit dem U-Boot töten. Da ist es. Ja, das geht. Okay, ich mach das klar, ja? Warte mal, wo ist er denn? Wo gucke ich denn da hin? Ja, komm. Boah! Ja, Alter! Wirklich umwerfend, Adolf. Best Adolf Kill ever. Sorry, ich wusste, wir haben es jetzt nicht abgesprochen, aber ich dachte. Perfekt. So muss der sterben. Geil. Sollen wir jetzt noch ein paar Typen wegnaschen oder was machen wir jetzt? Weiß nicht. Was ist denn unsere Aufgabe? Fliehe von der Insel. Wir können auch abhauen. Also ich meine, wir können auch noch ein paar Typen mitnehmen, die sehen uns ja nicht. Diese zweite Geschichte hier muss man ja vielleicht nicht unbedingt. Jetzt wissen sie auf jeden Fall alle, dass wir hier sind. Ja, das wussten sie wahrscheinlich auch vorher schon, oder? Was war das denn für ein Organ? Lunge. War das die Lunge? Okay, cover blown. Überleg, ob ich noch versuchen sollte, diesen zweiten komischen Generator da auszuschalten. Wo ist denn der? Ach, der ist natürlich am anderen Ende der Insel. Und ach, schau mal, wir müssen aber noch durch die ganze Basis durch, auf jeden Fall. Na, dann ich wüsste gern, ob die Typen lang. Okay, ich habe jetzt hier eine. Wenn die jetzt hinter mir herkommen, habe ich eine Tripmine gelegt. Bin ich mal gespannt. Sehr gut. Überleg gerade, wo jetzt wahrscheinlich. Ja, der kommt hier hoch. Also wir könnten jetzt mit dem. Hauen wir jetzt mit dem Führerboot ab oder womit? Wir müssen noch ein ganzes Eckchen durch die Basis durch. Wieder zu unserem Pickup Point? Ach so, oh. Ja, dann bin ich falsch gelaufen. Wir müssen drinnen weiter, ne? Ja, genau. Deshalb können wir nämlich auch diese zweite Anlage noch sabotieren. Ich habe jetzt hier mal so eine kleine Gruppe ein bisschen angegriffen. Da war ein Offizier. Ich habe einen Offizier gekillt. Man kann übrigens die Offiziere verhören. Und dann sagen die einem, wo die ganzen Soldaten in der Gegend sind. Okay. Oder man macht es wie wir und lässt die Soldaten einfach zu sich kommen. Hier liegen überall noch irgendwelche Dokumente rum, aber die lasse ich jetzt einfach mal Dokumente sein. Das ist zu blöd.
Will einer dich wegschießen? Rapunzel, bleib doch mal hier! Wenn die laufen, ist das nicht so gut. Okay, also Granaten, Explosionsdruckwellen gehen auch durch Wände durch. Da mal so ein bisschen. Okay. Und wenn man verletzt ist, dann regeneriert sich zumindest dieser Bereich, der Lebensbalken ist auch in so mehrere Punkte unterteilt. Ein Teil davon regeneriert sich dann wieder. Schießt du gerade auf den Typen da? Nee, da oben ist einer. Warte mal. Enemy searching, oh really? Oh! Shit, irgendwo ist hier einer. Ich glaube, mich erwischen sie gleich. Ich sitze hier total exponiert. Könntest mich irgendwie gerne retten. Ich sehe dich, aber ich komme nicht an die Typen ran, die auf dich schießen. Warte mal, ich kann hier unten mal auf die Explosives schießen und ein bisschen Ablenkung machen. Fuck it. Kann ich auch hier hinten noch probieren, da ist auch noch was. Okay, ich hab welche. Warte mal, ich gehe hier mal eine Etage runter, dann kann ich da noch ein paar mehr wegnaschen. Boah, der eine hat gerade voll in seinen Kollegen reingeschrodet. Ja, runter hier! Ach, ich bin so dumm. C ist der Knopf dafür. C. Ah, jetzt kommt aber hier der ganze Verein. Aber man kann nur mit dem Fernglas markieren, ne? Da kommt einer direkt zu dir. Noch, da kommen ganz viele zu dir. Oh shit, ich guck mal, ob ich die... Oh fuck, Granate. Boah! Boah, geil! war das ein Querschläger? Nee, ich bin umgezogen. Wo ist denn die normale Granate? Was explodiert denn hier gerade alles? Wo sind denn die normalen... Ach hier, Stielhandgranate. Ich kann die nicht sehen, die dich naschen wollen. Die kommen nicht um die Ecke. Alter, der kam im vollen Lauf um die Ecke. Und ich hab dem... Eieieiei. Das ganze Gehirn rausgelutscht. Ich mach mal gerade das U-Boot hier kaputt. Mach das. Das lässt du jetzt einfach fallen, ne? Ja. Warte mal, ich dachte, das lenkt ein bisschen ab, oder? Ja. Du liegst irgendwo voll auf der Lauer, oder? Kann das sein? Kann man so sagen. Was war seine letzte Position? Feindliche Granate! Ach so, geht ich bin halt mega weit weg. Scheiße. Und ich bin viel zu nah dran. Aber ich finde es ganz cool, dass das alles so geht. Ja, ist jetzt abgefahren, so zwar. Ich glaube, also du sitzt ja total in der Kacke, ne? Ja, total. Also ich bin jetzt die wirklich alle direkt vor mir. Okay, warte mal, ich guck mal, wenn ich umziehe. Wow! Was hab ich jetzt gemacht? Ach hier, warte mal, ich bin jetzt hinter dir, über dir. Ich bin umgezogen. Ich habe jetzt hier meine ganze Truppe erledigt. Auf die denkbar uneleganteste Weise. Das ist ja ein Sniper-Spiel. Die Munition aus. Aber ich habe auch für die Thompson nicht. Ich habe mal wieder ein. Achso, ich krieg Bonuspunkte, weil ich Highground habe, weil ich liege und weil ich die auf 1000 Kilometer Entfernung erschieße. Okay, hier ist ein. Oh, das ist ein Panzerfaustsoldat. Der will dich. Aber ich kann nicht auf ihn. Ah, ich kann auf sein Bein schießen. Dann müssen wir das Bein abschießen. Nein! Wo ist denn der Schuss hingegangen? Wie ist das denn passiert? Hä? Bin ich doof? Warum hab ich. Hä, wo hat die denn hingeschossen? Oh, da unten sitzt ein Bösewicht. Ich hab irgendwie einen Jäger erwischt. Wow! Sag mal, sitzen die da voll in so einer Reihe auf der anderen Seite? Die Gegner? Oh, jetzt kann ich. Oh, da kann ich beide treffen, wenn der.
Mein Puls ist leider zu hoch. Ich markiere die gerade mal. Da hinten kommen immer noch neue. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob nicht doch vielleicht irgendwie unendlich Gegner nachgespawnt werden. Aber das sieht mir jetzt arg danach aus. Ah, ich dachte, ich könnte auf beide schießen. Scheiße. Hat mich erwischt. Bist du tot? Am Verbluten. Oh, okay, Moment. Ich kann mich dummerweise nicht bewegen. Ich kann nur noch. Ich kann nur noch rumliegen. Warte mal, ich guck mal, ob ich zu dir komme. Welche Etage bist du denn? Ganz, ganz unten. Also, wenn die hier Alarm machen, dann machen die aber richtig Alarm, ne? Sind da noch Bösewichte? Nee, jetzt gerade nicht. Also, du könntest jetzt, wenn du. Oh shit, ich bin noch nicht tief genug. Ganz schnell rennst. Ich glaube, das wird ja, nichts. Ich bin. Ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Mal. Ich sterbe. Checkpoint! An einer blöden Situation gehangen. An einer echt blöden Situation. Ich bin ja noch. Ah, nee, warte mal. Ah, super. Der Checkpoint ist aber schon besser. Fast keine Kugeln mehr. Also, ich kann jetzt hier noch weiter naschen, ne? Warum kriege ich denn für die MP40 so wenig Munition? Das verstehe ich nicht. Ich müsste doch hier überall. Die haben immer nur so ganz wenig Munition dabei. Das finde ich immer ein bisschen doof. Ich glaube, das sind nicht unendlich. Boah, ich will mal so ein Double Kill machen. Das geht ja. Die sitzen nur nicht so schön in einer Reihe. Oh! Ich hab voll durchs Auge geschossen. Ach, das Klingen kommt, wenn die. Ich habe gerade zweimal Leuten in die Hoden geschossen, aus Versehen. Weil ich nicht an meinen. Scheiße. Das war ein Double Kill. Ist dein Cover blown oder meins? Meins. Aber ich hab's aber auch gesehen. Ich hab ja alles verschossen. Kopfschuss. Mann. Oh, shit, da kommt einer. Oh, da kommt ein Typ mit einem Law. Haben wir das zweite Boot schon versenkt? Wie geil das ist, dass der Führer halt da noch unten, da unten liegt, unter diesem ganzen U-Boot vergraben. Igitt. Das zweite habe ich auch schon kaputt gemacht. Merkt, wie lange die unterwegs war? Ins Auge. Was sind so viele gewesen, ne? Meine Position war echt ein bisschen mächtig hier. Ich versuche jetzt mal diesen zweiten Schalter noch auszuschalten. Mit dem man markiert. Oh, hier ist ein Scharfschütze, warte mal. Den muss ich gerade mal rausnehmen. Ich schieße auf die Explosives, das will ich jetzt mal sehen. Wie krass groß diese Anlage ist. Oh, das hat gar nicht gereicht. Ich glaube, du hast gerade den Scharfschützen ausgeschaltet, der mich beinahe entdeckt hätte. Du hast doch gerade den Scharfschützen ausgeschaltet, ja. Ne? Geil. Am anderen Ende der Map. Ich glaube, das war der mich gesucht hat. Ach, das sind ja, Alter, wie viele das hier sind, ne? Oh, Alter, erschreck mich doch nicht so. So, jetzt haben wir die Basis zerstört. Auch geil, wie leicht man so eine Basis zerstören kann. Klang. Das sah bei mir ganz komisch aus. Die Kugel ist da ganz merkwürdig rumgeblattert. Nee, die verformt sich ja, ne, das Projektil. Und dann bounced die ja hinten so raus. Aber die ist bei mir nicht hinten rausgebounced. Also die hing bei mir irgendwie so davor. Vielleicht war das sowas mit, weil wir eben im Koop jetzt hier nicht ganz synchron oder so sind. Oh, schön die Sonne da hinten. Shotgun-Munition. Du bist doch schon relativ weit weg, ne? Ich bin jetzt mal so eine Runde hinten rumgelaufen.
Was ist denn der Unterschied zwischen stabilisieren und heilen? Ich nutze es ja trotzdem auf heilen. Alter, ich habe hier die geilsten Wege. Ich bin hier komplett in dem... Wo ist denn das Heilkit eigentlich? Das ist, wenn du Q drückst. Ah, den kann ich. Dann kannst du das auswählen mit dem Mausrad und dann kannst du nochmal wechseln zwischen heilen und stabilisieren. Ich habe jetzt hier noch einen Scharfschützen, aber den schalte ich mal lautlos von hinten aus. Hier liegt ein Toter, bist du hier eingestiegen? Wow, krass. Was? Was? Ja, ich habe jetzt die Stelle gefunden, wo du, glaube ich, eingestiegen bist. Ja, genau, in diesen Kontrollraum. Ah, okay. Also ich kann dir von hier auf jeden Fall ganz gut Deckung geben. Ich sehe dich von hier. Ach, da oben, schau mal. Ja, ich sehe dich. Ja, geil. Ich guck dir gerade zu. Aber warte mal, bei mir ist jetzt so ein Schild von der Insel fliehen. Basis zerstören. Zerstöre die Basis und exfiltriere. Die Sicherheitsschaltungen sind zerstört und ich kann die Basis vernichten und abhauen. Hitler ist tot, jetzt runter von der Insel. Aber dann zerstören wir doch lieber die Basis, oder? Ja, das ist also. Das ist ja bei dir da hinten. Achso, das kann ich ja hier mal gucken. Also, das scheinen irgendwie zwei Wege zu sein, die man da gehen kann. Ich komm mal zu dir. Ach, Destroy Base, da müssen wir. Ah, okay. Aber das ist dann nicht die. Weiß ich nicht. Aber ich kann die jetzt tracken. Ja, ich habe die jetzt auch mal angemacht zum Tracken. Ich lauf da jetzt mal. Ja, warte mal. Beweg dich mal kurz nicht. Der wollte was von dir. Oh, dir gegenüber. Hey, den Gang lang. Jetzt rechts. Ja. Rechts hinter dem. Ja, warte, der hockt da aber und guckt in die falsche Richtung. Warte, den schalte ich lautlos von hinten aus. Ja, oder auch nicht. Die drehen sich gerne mal in dem Moment um, wenn man kurz. Hätte dich wirklich wunderschön retten können, aber ich habe nebenher geschossen. Alles, bei mir steht jetzt alles klar. Ich glaube, wir haben jeden in dieser Basis vernichtet. Nein! Was denn? Oh, kannst du mich überholen? Bist du ganz oben auf dem Dach? Nein, ich bin auf dem Boot. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte. Auf Boot? Ich wollte die Regenrinne. Wie bist du denn dahin? Ich wollte die Regenrinne runterklettern, die da vorne ist, und habe dann loslassen gedrückt, aus Versehen vielleicht. Und dann bin ich einfach ganz doll runtergefallen. Scheiße. Hier bin ich, hier. Komm ich dahin? Ich weiß, vielleicht darf man hier auch gar nicht sein. Kannst du da rüberspringen? Versuch mal. Ja, geht. Ja, guck mal hier, da bin ich doch. Ich glaube, wenn du hier nicht sein dürftest, dann wärst du wahrscheinlich gleich gestorben. Aber geil, waren wir auch mal auf dem U-Boot. Du, hast das auch mal angeguckt. Wie kommen wir hier wieder runter? Ah, hier kann man hochklettern. Hier sind noch. Können wir nicht mit dem scheiß U-Boot einfach fliehen? So Indiana Jones-Style? Oh, Suppressed Pistol, Tripmine, Shotgun Ammo, Rifle Ammo. Ah, Suppressed, jetzt habe ich das erste Mal so. Das ist. Das Comic dazu sieht ja geil aus. Hast du das gesehen? Nee, weiß ich jetzt nicht. Oh. Das ist eine Kugel, die so flüstert. Ich glaube, nach vorne kann man vielleicht. Ja, stimmt, da vorne könnte es hinkommen. Also, wenn man C drückt, ne, dann fällt man ganz fest runter. Ah, hier rechts können wir wahrscheinlich auch rüberhüppen. Ja. Ja. Alter, was ist denn hier passiert? Ich habe da ein bisschen Freunde gefunden. Du hast die alle gar nicht gelootet. Gibt's da Geschenke oder nur Munition? Ich bin immer nicht ganz sicher, ob's da... Weil, also, er sammelt Munition eigentlich ein, wenn man rüberläuft schon. Das ist alles. Ja, und durchsuchen ist, glaube ich, da findet man noch diesen Schüssel, weißt du, so Bonuszeug. Ach nee, da findet man nochmal zusätzlich was. Ah, und so Verbandszeug und so. Also okay, also man findet ein bisschen Munition, wenn man rüberläuft. Und man findet mehr, wenn man den Schüssel einsammelt. Ich gehe mal wieder hoch in diesen Kontrollraum. Hier ist noch voll das Secret, hier braucht man einen Schlüssel. Also was heißt voll das Secret? Das ist ein Riesentor, wo steht, hier brauchen sie einen Schlüssel. Aber da ist, Alter, das ist eine Waffenkammer. Hier, guck mal. Schlüssel erforderlich. Ja. Irgendein Offizier hat. Warte mal, ich habe oben, glaube ich, den Offizier erschossen. Warte mal. Wette, der Offizier hat den Schlüssel dabei. Wunder. So viel Zeit zum Offizier einsammeln muss sein. Hier ist ein Offizier. Warte mal.
Dienstplan. Ich habe den Dienstplan gefunden. Ah, dann kann man das, wenn man das auf Millionen schwer spielt. Nee, hat er nicht dabei gehabt. Okay, ich guck mal, ich loote gerade mal die Typen, die hier unten noch rumliegen. Ansonsten. Ich guck gerade mal wegen dem. Wegen dem Ausgang, wo man die Basis dann zerstören soll. Ich glaube, ja, das komme ich auch mal hin. Das geht schon, wenn wir hier wieder zurückgehen. So wie wir auch gekommen, na, beziehungsweise wie ich reingekommen bin. Ja, ist echt erst ein bisschen an die ganzen Waffen und Zusatzsachen gewöhnen, die es hier so gibt. Scheint ja, man kann halt auch, ich finde, der, wenn man sprintet, lässt der Typ sich halt kaum steuern, ne? Ja, das ist so diese Gears of War Sprint-Steuerung, ne? Dass du dann so ein bisschen eingeschränkt läufst. Hier wollte ich dich eben retten, das hat nicht geklappt. Ja, dass du dann wirklich, da musst du ewig rumschrubbern, bist du da. Wie riesig ist denn diese Base? Wo hätte man denn hier überall lang gekonnt? Ach, hier bin ich. Ah, hier bin ich jetzt. Okay. Aber ich glaube. Oder ist das da durch die Basis da hinten durch? Warte mal. Komm mal auch zu dir da runter. Wo bist denn du da? Nee, du musst auf jeden Fall noch eins höher. Hier knattert auch noch der Generator. Das hier ist auf jeden Fall noch eine Etage zu tief. Dann komm mal doch hier zu mir. Oh, hier ist noch voll der. Das sieht sehr gefährlich aus hier. Hier kann man bestimmt noch coolen Kram finden. Oh, ich kann hier. Ich habe ein Safe gefunden. Kannst du machen? Du kannst. Du musst. Ah, wenn du die Satchel Charge legst, deine Rucksackbombe, ne? Ja. Da musst du dann nochmal hingehen. Und dann machst du dann einen Zeitzünder dran. Ah, okay. Ich schau mal hier gerade mal. Ich habe einen dicken Safe gefunden. Hier wäre es rausgegangen. Was da wohl drin ist. Hier ist zumindest ein ganz normaler Weg nach draußen. Ich habe jetzt einen Brief nach Berlin gefunden. Und da drin ist noch. Ja, das sind so diese ganzen. Ach nee, warte mal, jetzt bin ich ja wieder hier. Da drin war eine Battle Rifle. Nee, Moment, ich bin in der Etage. Ach nee, das ist das Kontrollzentrum. Okay, verstehe. Die Folge ist jetzt auch übrigens schon wieder zu Ende, aber ich glaube, wir machen die Mission. Ich wollte gerade sagen, das machen wir noch. Hallo! Hier, hier habe ich gerade das Ding gesprengt. Ich glaube, wir können hier weiter. Ja, da müssen wir wieder runterklettern halt, ne? Hier nee, hier durch, nicht. Schau mal. Ja, hier können wir nur runterklettern. Ich dachte. Hier kann man auch hoch. Ah ne, warte mal, hier geht's nur runter. Aber auf der Schräge können wir dann wieder hochrennen. Das geht. Wie bist du an das A? Wie geil er da auch mit einem Arm, mit einer Hand nur runterrutscht. Ja, da darfst du übrigens auch nicht C drücken. Das ist ganz wichtig. Ja. Sonst fällt man auf U-Boote und ist fast tot. Schau mal, dann können wir hier oben unten hoch. Ich habe jetzt eine Battle Rifle, die sieht abgefahren aus. Ja, hier war ich eben auch. Hier bin ich in die Base gekommen. In the Base. Geh to the Chopper. Schau mal, also hier sind wir wieder an dem Bunker, den wir zerstört haben. Hier ist auch immer noch der Generator, der Geräusche macht, ne? Naja. Ach, und hier ist dann der Ausgang, um. Ah, da müssen wir okay. Hier können wir dann jetzt sprengen. Warte mal. Moment, Sekunde. Ich will mal versuchen, ob man das mit der Panzerfaust aufsprengen kann. Geh mal ein Stück zurück. Oh, die will ich auch sehen. Ich wollte mich eigentlich hinter dich stellen, nee. Um zu gucken, ob es realistisch ist. Geht nicht. Guck mal, ob du die aufschießen kannst, die Satchel. Ja, das habe ich schon gemacht. Warte mal. Okay. Ja. Das habe ich doch vorhin mit der Pistole gemacht. Ah, okay. Wie genau haben wir das jetzt gemacht? Was ist da passiert? Magie. Das war Magie. Okay. Ich glaube, so hätte man Hitler auch töten können. Alter, die Challenge. Es gab eine Challenge, die haben wir nicht geschafft, die heißt I'll be seeing you. Quick Game of Squash, Bang Goes the Neighborhood. Rechts die Challenges, die heißen bei dir auf Deutsch wahrscheinlich anders. Wir haben gar keine von denen geschafft, ne? Bei mir steht aber nicht dabei, was es ist. Schadenfreude in tiefster Gefahr aus heiterem Himmel, eine explosive Nachbarschaft und dich mache ich zu Moose. Es steht halt nie dabei, was es ist. Ja, und das Schöne ist, die Schadenfreude heißt auf Englisch auch Schadenfreude. Das fand ich sehr schön. Heißt ja auch im Englischen Schadenfreude. Ja, ja, die Schadenfreude. Ja, geil.
Wir haben den Herrn Hitler getötet. Und zwar sowas von super. Also das war echt richtig geil. I've killed Adolf Hitler, leader of the Nazi Party, Chancellor of Germany and Führer of Nazi Germany. Okay. Haben wir mal eben erledigt. Also, liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie wollen wir das machen? Wollen wir sagen, also das war jetzt hier mal die DLC-Mission zu Sniper Elite 3 und wollen wir einfach sagen, wir gucken mal, wie diese Folgen geschaut werden und machen davon abhängig, ob wir das Hauptspiel mal ein bisschen spielen oder? Ja, das können wir machen, Ja, genau. dann machen wir das mal so. Also ihr könnt entscheiden, ob wir das Hauptspiel auch ein bisschen spielen, indem ihr einfach diese Folgen geguckt habt. Wir werden uns das anschauen, ob da Interesse daran besteht. Und das Hauptspiel geht dann, ja, ich glaube, das hier war jetzt schon wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Aber was es hier zum Beispiel nicht gab, waren jetzt so Fahrzeuge und sowas alles. Gibt es dann schon in der Hauptkampagne und die soll wohl laut Kollege Tobias Feldin von der GamePro auch cool sein. Also es ist wohl ganz gut gemacht. Hat ihm zumindest Spaß gemacht. Ja, das Und war's was von man da unserer ja Seite noch, aus. die jetzt ja noch auf, wahrscheinlich auf 40.000 verschiedene Arten spielen können, Ja, ne? Die wir klar. wahrscheinlich noch Also, leise machen können und ja. so. Und auch mit Ich möchte übrigens. mehr Fallen und solchen Sachen. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, du hast deutlich mehr Kills als ich, nämlich 13 Stück. Und du warst auch leiser als ich. Du hast auch mehr Headshots als ich. Dafür hattest du eine Genauigkeit von 37%, ich von 73. Und ich habe einen 199 Meter Kill. Ich habe ganz viel so eine. Ganz viele Leute mit den MPs quasi kaputt gehauen und dadurch mächtig daneben geschossen. Ich fand auch, dass du deutlich eleganter gespielt hast. Ich Ich hatte habe einfach Glück, dass ich mich, da lag und mich niemand sehen konnte. mich da ganz schön weit vorgewagt. Na gut, auf jeden Fall war es das Schön. jetzt. Und wie gesagt, ihr könnt entscheiden, ob wir das uns dann ja, im Hauptspiel auch antun. Ich hätte Lust drauf. Zumindest ein bisschen gucken, was da so möglich ist. Einfach mal ein bisschen gucken. Einfach mal ein bisschen gucken und killen. In diesem Also, Sinne, Kinder. macht's gut. Ciao. Bis gleich, ne?